Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche. Das dürfte doch schon mittlerweile die 27. Woche sein. Also was ist die 27. Woche? Also es ist die 27. Woche. So ist es. Ich hoffe, ihr habt irgendwo einen Start in der Woche. Nicht so wie ich mit dem zerbrochenen Teller. Falls ihr, ja, ich sollte auch hören, rumzuspielen, aber es ist gerade irgendwie so faszinierend, eine Tastatur auf dem Schoß zu haben. Ich weiß gar nicht, warum ich so noch habe. Man kann sie eigentlich fast schon weglegen, aber naja. Wenn jemand hört, das ist der Vito. Wenn ich bin gerade beim Vito. Und ich habe mir gedacht, damit wir dieses öde Problem hier endlich lösen können. Moment, Route anzeigen. Sagen wir, dass diese hier eine andere Strecke hat. Heißt, die wollen hier eine andere Strecke haben. Und andere Strecke fahren. Das heißt, wir sagen denen, die fahren einfach eine andere Strecke. Also die fahren auf der Seite der Strecke, wo sie denken, dass sie fahren. Heißt, jetzt stimmt das. Die einzige Frage, die sich für mich nur stellt, ist, funktioniert das so? Ich hoffe, es funktioniert, weil ansonsten haben wir ein dickes, fettes Problem. Sie fahren. Sie werden nicht langsam, das ist schon mal positiv, würde ich sagen. Ich hoffe auch, dass die Aufnahmen jetzt flüssiger sind, weil ich habe einfach mal spontan OBS deinstalliert und nochmal neu installiert, weil ich mir dachte, vielleicht hast du das ja einfach beim Verkehrten installiert, und bevor du einfach mal nachschaust, deinstallierst es einfach nochmal neu und behältst die Einstellungen. Und so. Und ja, genau, was ich gerade eben sagen wollte, falls ihr jemanden hört, das ist der Vito. Denn ich bin gerade zufällig beim Vito. Ja, zufällig auch wieder mal, ne? Warum macht denn Metzli. Katastrophe. Warum Sagst du denn? doch. Warum macht denn Metz Lebensmittel jetzt so. 6. Ach, die machen da schon fast eine Million miese. Das muss man schon mal aufrunden. Das behalten wir nochmal so im Überblick, aber. Könnte das vielleicht daran liegen, weil die einfach irgendwie deren behinderten Lebensmittel. Nee, das ist Metz. Doof. Das ist echt doof. Und warum nicht so lange? Ist noch, habe ich das Gefühl, ziemlich. Wie können wir das Ganze irgendwie. Also, ich wollte gerade sagen, beschleunigen, aber. Das können wir ja. Wie können wir das Ganze irgendwie effizienter machen? Gespeichert? Was war denn jetzt das? Er hat nicht gespeichert. Verstehe ich jetzt nicht. Man hat sich das Problem doch noch nicht gelöst. Oh Mann. Die machen jetzt auch wieder. Nur Probleme. Ihr macht nur alles macht hier miese. Irgendwie. So das Gefühl. Wo die eigentlich einfahren, ne? Also die fährt ja. Hat die, was, die hat, wollte ich mir sagen, die hat Kosten von 205.000. Jährlich, monatlich, wöchentlich. Oh Mann. Die hat. Irgendwie Betriebskosten steigen und die Einnahmen steigen wieder. Müssen wir mal schauen.
Vielleicht mit auf jeden Fall mal ein bisschen im Hinterkopf, ja. Da fährt. Ah, jetzt gibt es ein Autosave, alles klar. Und es gibt. Es gibt Einheitswagen und auch für den spanischen Teil. Und so wie es aussieht. Das war doch da oben, ist das, ne? Ja. So wie es aussieht, fahren sie auch wieder durchgängig und wir sollten mal 140% von 30 Jahren. Ups. Wir sollten den Zug mal vielleicht ersetzen. Denn der Wert ist ja nicht mehr ganz so groß. Aber erst möchte ich wieder 50 Millionen haben. Beziehungsweise erst möchte ich bei... Wahrscheinlich müssen wir genau das gleiche dann auch bei... War das jetzt Paris-Rhein-Metz? Ich glaube schon. Ne, jetzt war der andere. Okay, also die 128 sind jetzt doch ein bisschen übertrieben an Eisenerz, weil die können sie, die Provigalien gar nicht produziert, wie wir sehen. Okay, da... Warte. Okay, die sind nicht alt genug. Was war das andere jetzt nochmal? Wie heißt die andere nochmal? Metz-Rhein-Paris, so. Die nimmt auch schon wieder ein. Das finde ich sehr schön. Endlich. Hier hinten warten echt nur noch 11, also Produktion geht besser. Ich würde ja schon fast sagen, dass wir das irgendwie... Kann man das irgendwie noch ein bisschen ändern? Nee. Mist. Ach, bestimmt. Da muss man noch die Strecke auswählen. Nein, nicht am Jungen Ost. Oh, schade. Dass er einfach hier bei Übersicht, dass er bei Amiens vor dann einer Fracht. Aber da warte ich echt schon verdammt viel. Verdammt. Da können wir zumindest mal die Funktion testen, weil ich habe keine Ahnung, was es macht. Wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie... Wahrscheinlich dürfen wir den Zug wieder zurücksetzen. Und das dann nochmal ändern. Bin ich mir ziemlich sicher, und das werde ich auch machen. Ich werde dann irgendwie, dass wir dann hier 50 haben. Eigentlich wäre es dann ja auch wieder irrelevant. Dann würde ich sagen, dass wir diese... Wie viele werden produziert? Ja. Produktion 64, dass wir sagen. Wir gehen dann da ungefähr auf um die 40 bei Stahl. Und der Rest darf sich der. Da dürfte. Der Rest ist halt dann so. Ja, wie soll ich sagen? Ich wollte kurz sagen, ich lasse das, aber. Dafür muss ich jetzt wieder zu Stahl gehen. Dann überprüfen wir nicht, was das hier für eine Funktion hat. Vielleicht schrohe ich ihn einfach mal nach. Für 31 von 128 ist doch schon ein bisschen Platzverschwendung. Wenn da über 200... Okay, bald 200 an Dings da warten. Ich will gar nichts mehr produzieren, weil das offenbar zu voll hier ist. Schätze ich zumindest. Dann lassen wir den nochmal eben Eisen und Stahl, ach, Eisen und Kohle abliefern und dann speichern natürlich noch und ordere, ach, jetzt wird's französisch, jetzt können wir wieder ein bisschen französische Sachen einbauen. Offenbar. Warum denn zweimal das gleiche, verstehe ich jetzt auch nicht, aber so. Nochmal 900.000 verdient. So, automatisch machen wir echt alles auf. Ich würde gerade sagen, ich
Ich dachte, man kann. Ich dachte, man kann. Hä? Ah. So, man kann scrollen, alles klar. Und. Ach ja, Quatsch, das Eisen wollten wir. Warnung Zuge 6 hat, alles klar. Da sind mehrere Züge, die Leben sorry überschritten haben. Moment. Ach man, das ist das, was man das jetzt für jeden einzelnen Waggon machen muss. Moment. Pausieren das Spiel, ansonsten ist ja irgendwie Geldverschwendung. Denn in diesem Szenario haben wir Geld, was wir verlieren können. Nicht so wie damals bei Nordamerika. Denn in Frankreich, da ist das nun mal so. So, jetzt war das Stahl 1. So, stell deine AE. Fahren wir wieder ein bisschen Kohle hier weg. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Stahl. Ich hoffe, Stahl ist ausreichend. Jetzt habe ich einfach mal umgedreht. 128 Kohle anstatt 128 Eisenerz. So 32. Mal schauen, ob wir das dann trotzdem insgesamt wegbekommen. Vermute ich mal nicht wirklich, weil. Vielleicht auch. Bin ich mal gespannt. So, genau, was ich mir angucken wollte, hier war. Gut, TGW kann man natürlich noch nicht machen. Wir haben jetzt ja gerade hier da. Was haben wir da nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Wir haben mal die Klasse A4, glaube ich, da, ne? Ja. Die schafft 145 und. Ich dachte, war das vielleicht ein Triebwagen? Oh Gott, hier haben wir so viele Waggons. Hauptsächlich von Ranf. Auto, Rail, Krawall. Ja, könnte man machen, aber kostet eine Menge und ist nicht wirklich so schnell.